Erstmal, ob wir die Gegner hier besiegen. Die auch ein bisschen wehtun können auf Dauer. Je nachdem, welcher große Gegner auftaucht zwischendurch. Ich finde es immer noch kacke, dass hier die ganze Erde bebt. Da muss ich hin. Ich habe so das Gefühl, gleich kommen fliegende Gegner, die ich nicht leiden kann. Übrigens habe ich hier auch einen Named Enemy besiegt. Der flog. Level 45 aber, glaube ich, nur war. Aber 3 AP-Balken hatte. Das wollte ich jetzt nicht machen, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich bin froh, dass ich wieder Vitalität ausgerüstet habe. So, I guess, folge einfach. Und besiege alles, was man begegnet bekommt. Sehr gut. Da hinten seht ihr ein kleines Tor. Wo, was ich euch schon auf der Karte. Oh ne. 3, 4! What? Die One hit mich ja auch fast. The fuck? I guess einfach weiterlaufen, ne? I guess scheiß auf Gegner. 4 Beobachter! Sind die noch ganz dicht? Schön erstmal ablenken. Oh, Moment, ich bin der Einzige, der lebt. Ha! Das könnte böse enden. Kureha ist da hinten gestorben. Ja gut, habe ich mit dem kleinen Finger gerade was Falsches gemacht. Jo, da kommen die gleich wieder, die Beobachter. Ist doch toll. Besiegen wir erstmal Kureha wieder. Aber die Beobachter kommen und gehen wieder, nachdem sie alles getötet haben, oder? Wow, da bin ich fast reingedutscht. So, wo kamen die jetzt her? Und warum sind sie jetzt nicht mehr da? Ich meine, ich beschwere mich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich Game Over gegangen, aber... Also Game Over in dem Sinne gibt es hier ja nicht so wirklich. Aber hey. Ja, komm auf mich zugelaufen. Lauf in die schöne Mine. Oh. Da habe ich eigentlich Renn gedrückt, aber es ist nicht passiert. Okay. Wahrscheinlich, weil ich wieder irgendwas anderes nebenbei gemacht habe. Aber die Raufbeute machen schon echt Schaden. Ich finde es gerade gut, dass er nichts macht. Finde ich sehr gut, ja. Aber du kommst irgendwie den ganzen Schaden, finde ich gut. Ah, da seid ihr wieder. Will ich euch besiegen? Wenn ich Raketenwerfer benutze, alles easy. Raketenwerfer ist hier übelst geil, habe ich gemerkt, als ich den mal zum Farmen benutzt habe. Aber wirklich übelst geil. Aha. Da sind wir schon angekommen. Ohne Gegner. Ja, gut. Theoretisch müsste ich ja als Second-Waffe echt Raketenwerfer ausgerüstet haben.
Komm mal her. Könnt ihr auch was machen? Warte mal. Mach ich doch mal lieber das hier. Das hier. Aktiviere ich nochmal das hier. Und dann. Dann mache ich doch schon ein bisschen mehr Schaden. Lass mich raten, der ist zu weit weg, oder? Natürlich ist der zu weit weg. Immerhin liegt kein Item. Ja, dann lassen wir dich halt. Dann war die Range wahrscheinlich so. So, dass ich mit der Sniper noch treffe, aber außerhalb deren Reichweite war. Ich hoffe, du übernimmst dich nicht. Ich weiß, du bist echt stark geworden, aber du solltest trotzdem vorsichtig sein, in Ordnung? Ach ja, wir sind ja beim Field Boss. Wir wollen ja nicht alles komplett erkunden, wir wollen ja einfach... Ugo, theoretisch sollte ich jetzt... War der letzte Field Boss eine Quest? Ich glaube nicht. Aber eigentlich sollte ich trotzdem nochmal zurückgehen. Ja komm, gehen wir mal kurz zurück und gucken, ob wir Quests haben oder so. Fände ich gut. Und gucken erstmal das, was wir bekommen haben, und verkaufen wieder. Bevor wir zufälligerweise, wenn das ein Dungeon ist, auf einmal wieder schwer werden. Ach, ich hasse diesen Zustand. Warum haben die nicht eingeführt, dass man sich wenigstens bessere Slots kaufen könnte oder so? Das wäre schön. Sehr schön. So, Gegenstände begutachten lassen. Nur eine MP. Munition. Vor allem, weil ich davon noch nichts habe. So, Typ. Du kannst weg. Du kannst weg. Honigwabe? Vorderschaftsrepetierer? Halbautomatik? Ha. Die ist schwächer, hat aber mehr Sachen. Schwachstellen, optischer Angriff ohne optischen Angriff zu haben. Das verstehe ich nicht, wenn ihr es wisst, ne? Es gibt ja optischen Angriff und diese normalen Kugeln. Wenn die Waffe mit den normalen Kugeln jetzt optischer Angriff hat, ist der Set eigentlich useless, oder? So verstehe ich das jedenfalls. Und Schaden an Lebensform, Honigwabe, lass dich mal beide, ich habe eh keine. Also keine guten Sachen. Warum auch immer Hannah die beiden nicht ausrüsten konnte, weil sie hat ja vorher die hier. Ich wollte den anderen ausrüsten, weil ich ja stärkere habe, aber konnte ich nicht. Vom Gewicht her gleich und von den Stats her. Also keine Ahnung. Nee, Stärke. Ah. Stärke hat sie ja noch 5. Ah, okay. Frage beantwortet. Das war die Waffe von eben, oder? Spiralschatten? I don't know. Die kann man noch verkaufen. Die habe ich eh. Komm, weg damit. Ja, die Jungfrau. Verkaufen, oder? Verkaufen. Die kann auch weg. Aber ich muss sagen, Bunkerkomet, ich mag die Waffe an sich. Ich mag die an sich. Ich finde noch, dass sie übertrieben viele Sachen hat. Muramasa F9. Gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Und ist stark, ohne upgraded zu sein. Also ich glaube, die behalte ich mal. Ja, seltene Sachen. Kein Ding. So, Militär... 19 Stärke! Holy, den behalte ich mal. Den behalte ich auf jeden Fall. Diese ganzen Base-Stats-Kacke.
Theoretisch könnte ich Metallhaarnadel verkaufen. Gewicht minus 10 habe ich auch einfach mal behalten. So, Debuff-Dauer kann ich mal wegnehmen. Weil ich brauche so ein bisschen Platz, ne? Wenn ich farme, da reichen 50 Slots nicht aus. 60 auch nicht. Das kann weg. Ja, und das war's schon, was ich wegschmeißen kann. Ha! Die wollte ich mal behalten, weil es die einzige Sache an Artic-Mütze ist, die ich at the moment habe. Aber ich glaube, dieses Barry kann ich wegnehmen, ne? Die Drop-Chance ist egal, physische Abwehr habe ich noch woanders drin. Na komm. So, jetzt eben nochmal schnell gucken, ob wir was Neues holen können. Wo auch immer, bei welcher Mannschaft, bei mir zu Hause, muss ich ja nicht vorbeischauen. Theoretisch könnte ich jetzt Kirito mitnehmen, für Itsuki. Damit er sein nächstes Level bekommt, damit wir vielleicht noch, also Freundschaftslevel, vielleicht noch das nächste Event sehen können. Aber erstmal gucken, ob Itsuki überhaupt jetzt Level 3 ist. Wenn nicht, brauche ich ihn auch nicht auswechseln. Ja, seht ihr ins Labyrinth, was ist das? Besiege Ruinentor. Ah, wait. Ist das nicht das eine Tor, was ich freigeschaltet habe? Hey, nein, das will ich schon noch annehmen. Ach nee, das ist auch nur ein Spezialgegner, ne? Ha, ist jetzt so die Frage. Ich habe in der Stadt immer noch keine Truhe gefunden. Und überall, wo ich lang gegangen bin, bin ich schon in den Ecken gewesen. Das ist schon mal nicht so toll. Gut, das heißt... falscher Knopf. Ich bin hier, ja, das ist sehr schön. Stadtbezirk zu Hause, haha. Ah, ich wollte schon sagen, kann ich mich nicht direkt zur Lobby teleporten oder so? Also innen drin, nicht davor. Und ja, falls sich Leute dachten, warum rennt er immer noch das kleine Stück? Kann doch schnell reisen. Ja, das habe ich auch mitbekommen irgendwann. Von jedem Ort aus. Ich weiß nicht, ob das Geräusch so ein bisschen besser ist als das andere. Von vorher. So, was haben wir neu? Schusskatapulte? Lass mich ran, die waren in dem Dungeon... Nee, die waren nicht in dem Dungeon eben. Okay, Grimmkristalle. Die Beobachter, ja. Die sehr schönen. Biojuwelen, das sind wahrscheinlich neue Kristallgegner. Die schwarzen Fliegenden. Ja, jetzt kommen Raufbeule. Warum kann ich jetzt an die ganzen Quests? Granatwerfer, Lylapse. Lylaps! Oh mein Gott! Lylaps, du bist da! Okay. Ich glaube, die Gegner werden so ein bisschen wehtun. So, dann eben nochmal Freundschaftslevel gucken. Aber schön, dass ich hier vorbeigeschaut habe. Spare ich mir ein bisschen was. Rain! Oh, Alter, es gibt so viele Charaktere zum Leveln, ne? So, dass ihr... Na, jetzt geht's noch nicht Level 3, aber... Wisst ihr was? Wir nehmen Kureha einfach mal raus. Tun Kirito rein. Kureha, Hanna... Werde ich ja noch weiter in der Story machen. Wir haben ja noch Flügel vor uns. Wird schon passen. Nein. Warum mache ich das so, wenn ich das so machen kann? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich kann mich sogar dahin porten. Das ist ja das Gute. Drück mir einmal den falschen Knopf und schon ist alles weg. Fällt. Verloren. Ja, verlorene Tor. Bin ich jetzt der Meinung, ist dieser eine Named Enemy drin, aber... Ne? So, wenn ich jetzt nochmal genau wüsste, müsste ich kurz mal in den Sets nachgucken, was Stärke allgemein bringt, außer mehr Waffenkapazität, Dingsbums. Ich hätte das Level-Up noch verteilen können. Ha, ich bin nicht perfekt. Kann ich hier auch nicht einsehen. Ja, das hätte ich noch machen können. So, sieht man von hier aus jetzt wieder die Beobachter? Nee, ne? Ja, doch. Dann, wisst ihr, was das heißt? Wir müssen leider noch einen Beobachter leveln, weil im Dungeon kommt, glaube ich, keiner, oder?
Hallo. Immerhin wehrt er sich jetzt. Aber, oh mein Gott, das bewegt sich ja noch schlimmer als vorher gerade. Nicht nur ungefähr. Ja. Oh. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Gegner sehr weit entfernt ist. Aber holy. Dank. Aufs Herz. Ja, und den kann ich wie immer nicht treffen. Warum duckt ihr euch? Mal ganz ehrlich. Ein Gegner besiegt, 50% Medaillenanzeige. Ab in den Dungeon. Ich wette, ich muss zwischenzeitlich auf Raketenwerfer und Sniper wechseln. Ah. Okay, bislang keine Gegner. Ist schon mal nicht so gut, denke ich. Falsch. Aber er wird sowieso herkommen. Oh mein Gott, das ist ein Gegner, der Schwert und Pistole hat. Würde ich auch gerne haben. Spiel. Also wäre nett, wenn ihr mir sowas geben könntet. Ich glaube, das ist ein Job für Sniper. Ich hab's nur gesagt, ne? Also setze ich mich in diese Ecke und... Und gib's ein paar. Okay, da hinten ist noch ein Gegner und kann ich so nicht erkennen. Aber I guess hier unten auch. Okay, Raketen. Auch gut. Oh, immer falsche Knöpfe. Ah, es sind sogar zwei. Ah, so Sniper von oben. Macht schon Schaden an den Gegnern. Wenn ich richtig treffen würde, auf jeden Fall. Na, Itsuki, wie läuft's denn so low life? Ich bleib mal oben. Ja gut, wenn ich einen Gegner so headshotte, mit der Waffe geht das auch schnell. Aber ich brauche Sniper. Ich brauche überhaupt meine Waffe auf volle Waffenkunst. So, ist hier unten jetzt zufälligerweise eine Truhe? Nein. Da oben drauf auch nicht. So, die Frage ist, was ist da unten? Sehe ich noch von der Seite aus. Okay. Dann brauche ich auch nicht runtergehen. Ups. Hallo. Gut. Ich muss nur runter, hab jetzt wieder zwei Wege und der da drüben. Oh. Hätte ich nicht nach oben gezogen, wäre episch gewesen. Geh ich hier lang. Ist ein einzelner Raum. Sehr nice. Na. Die Mine habe ich jetzt bislang sehr oft einfach nur so benutzt, weil ich gemissklickt habe. Ganz langer großer Raum ohne etwas. So ein schönes Rohr. So. Würde ich mal sagen. Wieder Snipe Mode activated. Oh. Das ist nicht so gut. So
zu spät gesehen, dass das diese Bombendinger sind. Wie schön, dass er mich so nicht sieht. Hätte ich ja gleich auf den Kopf ziehen können. Ich dachte, nach dem ersten Schuss kommt er erstmal wieder angerannt. Na, kommen hier noch irgendwelche Gegner? Nicht. Sag mal, kannst du doch rennen? So, hier ist wahrscheinlich wieder ein Save Point oder Truhe oder beides. Nur eine Truhe. Ich habe mich schon gefragt, wann wir mal Fallen begegnen. Oh, falsch. Die Granate wird auf jeden Fall treffen. Ja, hat sich ja gelohnt. Es kam mir schon etwas suspekt vor, dieser Raum. Ich meine, wir hatten schon so einen mit einer Truhe, aber nicht, wo es hinter ist und so gestrichelt mit den Linien. Oh. Ich bin zu nah. Oh Gott. Existiert das hier auch? Also ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, was auf meinem alten Kanal nochmal gelaufen ist. SVL. Wenn man da zu nah an der Wand war, hat man auch die Wand angegriffen. War hier eindeutig auch der Fall. Oh. Wir haben Granatwerfer? Lustig. Theoretisch sollte ich in Snipe-Mode wechseln, aber... Who cares? Ja, ich wollte gerade heilen. Tut mir leid. Ja, komm. Übernehmen wir mal wieder den Job des Heilers. Kurzzeitig. Mit unserem Heilschuss 1, der fast schon gar nichts mehr bewirkt. Oh, war da noch einer? Schon wieder den falschen Knopf gedrückt? So, auf jeden Fall sollen wir runter. Ach, der hat die Granaten geworfen, oder was? Ah, wahrscheinlich. Komm, ich geh mal hier runter. Scheint mir ein toller Ort. Und dann benutzen wir mal wieder unsere schöne Sniper. Und machen kurz Bullsets. Easy. So. Gibt's hier noch Kisten? Sieht eher nicht danach aus, aber ich tue es trotzdem mal. Mich umgucken. Nope. Schön, dass du die Gegner mal wieder durch alles durchsiehst. Was? Das trifft noch? Ah, das macht echt Schaden. Das war eine Blendgranate. Da sehe ich die Wirkung auch mal. Eieiei. Ach, der Gegner liegt, okay. Alles, was ich wissen muss. Steht da rum und hat Aufmerksamkeitsdingsbums auf sich. Ziemlich nice, würde ich behaupten. Mann. Ich wünschte, es gäbe irgendwas mit Anvisieren, damit die Messer auch immer treffen. Ach ja, wenn Kirito manchmal diesen Quadratschlag einsetzt, das rechteckige Teil. Schade. Also, ich weiß nicht, ob das ein Fail ist, aber er wäre mal geil gewesen, wenn man darauf könnte und da irgendwas versteckt wäre. Das wäre echt geil. Ach, so, kurz gekratzt. Ich muss anscheinend einfach mal außen rum. Ah, so typische, was auch immer. Oh, das war ein Bomber. Ich gehe einfach mal, sag mal, wie fucking weit reicht bitte die Rauchgranate?
ist ja schon fast so, als ob die in mir drin wäre. So. Ich dachte gerade. Das war nur Hannah mit dem Raketenwerfer. So. Ah, Leute, warum braucht ihr immer so viel AP? Ja, von hier oben kann ich nicht snipen, das ist uncool. Sehr uncool. Okay. Der war schnell down. Also wenn die Waffe auf den Kopf trifft, dann macht die schon was. So, du bist noch nicht tot? Oh. Wahrscheinlich so minimal. Warte, dich mache ich mit Style. Die ganze Zeit den falschen Knopf drücken und dann sagen mit Style. Oh, okay. Ich hasse diese Rauchgranate. Warum habe ich die mitgenommen? An sich wäre sie ja nützlich, aber gibt's nicht einem... Ne, ihr wisst schon. Huh. Bin mal gespannt, was hier ist. Ich sehe Schüsse. Ah, schon mal eine Kiste. So, von hier aus kann ich doch sicherlich snipen, oder? Ja, erstmal abgeballert werden. Und ja, könnte ich, wenn ich was sehen würde. The fuck? Ach, das sind die ich besiegen muss. Ich weiß nur nicht wie viel, ob das jetzt alles war. Auf Entfernung snipen. Tut schon so ein bisschen weh. Dass man nicht treffen kann. Geh doch einfach mal weiter. Danke. Hat lange genug gedauert. Ah, schön, dass du noch lebst. Ich frage mich, wie Hannah so übelst low droppen kann. Wenn Vitalität pur gefühlt. Ich glaube, ich will geradeaus weiter, bin mir da aber nicht sicher.